Das ist Schütze TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Go! Oh no! Alle aufgepasst! Nein! Emegala! Mit dem Fingerprint zur Arbeit. Das ist die schöne neue Fußballwelt für den Innocent Emegara in Frankreich beim FC Lorient. Regardez les Blancs de Lorient qui profitent d'une glissade de Montpellier pour envoyer Emegara en joue depuis un quart d'heure. Seulement Emegara du plat du pied qui ouvre le score. Schon 3 Goal hat der Inno für seinen neuen Club geschossen. Und das ist die beste Medizin gegen das Heimweh. Vieles ist ihm nämlich fremd in Lorient. Zum Beispiel die Sprache und die Musik von der Bretagne. Aber mittlerweile fühlt er sich wohl in der neuen Umgebung und bei den neuen Mitspielern. Ja, es ist ein Traum für mich, wo jetzt immer noch weitergeht. Und ich freue mich auf den Weg. Und das ist das, was ich eigentlich immer mir gewünscht habe. Mitten in der Stadt ist das Stadion und der Trainingsplatz vom FC Lorient. Der Wechsel vom Emegara in die französische erste Liga hat Diskussionen ausgelöst. Im Tagi hat die sogenannte Fußballexpertin den Wechsel ziemlich verrissen. Lorient als Kaff und der FC als Provinzclub ohne Perspektive beschrieben. Das sind die Leute, die eigentlich FC Lorient nicht gut kennen. Aber die, die eigentlich Lorient gut kennen, sagen, der Junge macht einen guten Schritt. Für mich zum Weiterentwickeln, das ist die beste Lösung, die ich wählen kann. Und ich bin jetzt da und ich freue mich. Die Meinung der anderen ist mir eigentlich mir egal. Zwar hat Lorient weniger Einwohner als Winterthur und der FC ist noch nie besser als Siebter gewesen. Doch Lorient gilt in Frankreich als sehr erfolgreichen Ausbildungsverein auf höchstem Niveau. Im Stade Yves Alemin reden wir aber zuerst nochmal über die Vergangenheit. Die Video, die Match, die ich hatte in der Challenge League, habe ich immer noch. Manchmal freue ich mich brutal, wenn ich die Videos und die Match, die ich gemacht habe, nochmal anschaue. Er ist brandgefährlich, wie sich das für einen richtigen Stürmer gehört. Jetzt muss ihm nur noch jemand sagen, dass das für den 16er vom Gegner und nicht für die eigene Küche gilt. So hat Schütze TV den neuen Spieler Innocent Emegara im Sommer 2009 vorgestellt. Und dann hat er ihn noch gewirbelt. Ich glaube, dass ich ein bisschen, keine Ahnung, so Potenzial hat mit meiner Schnelligkeit. Wie war es, als du in die Schweiz gekommen bist? Wie hast du das erlebt? Schwere kalt. Nein. Nur ein paar Wochen später war der Inno bereits Publikumsliebling und er hat Menge Gegner schwindlig gespielt. Was hat dir denn Winterthur gegeben? Ja, Winterthur hat mir die Chance gegeben, dass ich meinen Traum weiter verfolgen kann. Und, sie haben mir die Tür offen gemacht und ich bin sehr dankbar. 26 Spieler stehen im Kader von Lorient und der Inno ist nur einer von vielen. Ich freue mich, dass es so ist, dass ich mich vom Boden jetzt kann weiterentwickeln kann. Es ist nicht einfach, aber ich freue mich wirklich. Zum Beispiel in allen Bereichen bin ich noch nicht so weit, wie ich mir vorstelle. Darum bin ich auch da, um mich weiterentwickeln. Und vor allem, so wie sie spielen und ihr Training ist für mich auch hervorragend. Da trainiert man mehr technisch und mehr mit dem Ball.
vor genau 30 Jahren hat Christian Gorgüff als Spieler von Chautefonds auf der Schütze gespielt. Heute ist Eramino sein neuer Chef. C'est une bonne formation, je pense, pour un jeune joueur comme Mino, qui a encore, je pense, une grosse marge de progression. Donc, il a en termes de maîtrise technique et sur le plan tactique aussi, il peut, je pense, franchir un palier ici. Technische Mängel, voilà. Et puis surtout sur le plan de ses appels, de sa disponibilité dans le jeu sans ballon, avoir le timing dans la demande qui mettrait aussi en lumière toutes ses qualités de vitesse, parce que dans le football, c'est surtout le moment où on fait les choses qui comptent. Et là, je pense qu'Inou a une grosse marge de progression dans la sensibilité dans ses appels de balle. Et quand il saura le faire au bon moment, alors là, il fera mal, parce qu'il a des qualités de vitesse qui sont phénoménales. Quelle est ta place dans l'équipe de Lorient? Je joue attaquant. Tu es attaquant. Trainieren tut er auch neben dem Platz. Und das bis zu 3 Mal. Es geht ja nicht darum, dass er irgendeine Prüfung ablegt, sondern es geht darum, dass er mit den Mitspielern reden kann und dass er versteht, was der Coach sagt und dass er einfach im täglichen Leben zurechtkommt. Ich prüfe. Eigentlich ist sie als Deutschlehrerin im Ausbildungszentrum vom FC Lorient angestellt. Jetzt gibt Gudrun Fronmeier halt auch noch Amino Einzelstunden in Französisch. Ich finde, dass er das ganz, ganz prima macht. Wirklich, er macht schnelle Fortschritte und ja, wirklich ist ein angenehmer Schüler und der schnell reagiert, wie auf dem Fußballfeld. Est-ce que l'équipe de Suisse a gagné ou perdu? Speziell üben tut Amino Ausdrücke aus dem Fußballbusiness. Schließlich möchte er ja auch ein Interview geben. Französisch ist bereits die dritte Sprache, die er in seinem Leben lernen muss. In der Schule in Nigeria hat er Englischunterricht gehabt. Zu Tös ist dann noch Deutsch dazugekommen. Nous achetons. Nous achetons. Vous achetez. Es ist eine mega schwierige Sprache. Und ja, eben, ich mag das lernen. Aber in der Schweiz ist es schwierig, zum Französisch zu lernen, weil dort hast du nicht Leute, die Französisch immer jeden Tag reden. Aber da kann ich es viel einfacher lernen. Quand tu regardes par la fenêtre, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vois la main. Seit ein paar Tagen bewohnt Inno ein Appartement im Vorort von Lorient mit Meerblick. Ausser das Meer sei dann gerade weg. In der Bretagne sind die Unterschiede von Ebbe und Flut gewaltig. Bis zu 10 Meter Unterschied misst man in Lorient. Eine Naturerscheinung, die Inno bisher noch nicht kennt hat. Und er in Zukunft jeden Tag zweimal erleben kann. Jeden Tag? Ja? Nein. Mal? Das habe ich noch nicht gesehen. Wenn du mir das nicht gezeigt hättest, hätte ich das vielleicht nie gemerkt. Von seiner Wohnung aus sieht er auch die alten U-Boot-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Mit uns wollte Inno die Anlage besuchen. 1940 haben die Deutschen Lorient besetzt und als grössten U-Boot-Stützpunkt ausgebaut. Weil Lorient für die Nazis so wichtig war, haben die Alliierten 1943 praktisch die ganze Stadt mit ihren Bombenangriffen zerstört. Die U-Boot-Anlage stellt heute für Lorient ein grosses Problem dar. Die Nutzung und der Unterhalt, aber auch der Abriss sind zu teuer für die Stadt. Jetzt versucht man darum, die ehemalige U-Boot-Basis in ein touristisches Konzept einzubinden. Ja, natürlich interessiert mich das. Ich sehe das auch irgendwie gern. Das ist schon unglaublich, was alles passiert ist in dieser Zeit. Da ist der Krieg Vergangenheit. Anders als in seiner Heimat.
Nigeria hat immer wieder mal, das, wie sagt man dem? Bürgerkrieg oder Unruhe. Unruhe, ja eben. Ich habe ein paar Kollegen, ich kenne ein paar Leute, die betroffen sind, aber Verwandte habe ich. Ja. Habe ich keine, die betroffen ist. Kein Film über den Inno ohne Kochen. Letztes Mal, als du gekocht hast, eine Küche gebracht. Ja, klar. Wie du mir abgelenkt hast, ja. Ich bin nicht mehr konzentriert gewesen. Ich habe das Öl vergessen. Aber es war super für dein Video, für deine Geschichte. Die letzten Wochen hat er im Hotel gelebt und immer müssen auswärts essen. Jetzt kann er endlich wieder selber bestimmen, was auf den Tisch kommt. Ich weiß genau, was ich will essen und was ich gerne habe. Ich denke, als Profifußballer muss man schon lange wissen, was man sollte essen und was nicht. Solche Sachen haben wir in der U15 schon vielmal gelernt und mit dem sind wir ausgebildet und aufgewachsen. Also das hast du in der U15 zu Winterthur gelernt? Ja. Gibt es etwas, was du gerne essen würdest, was du aber nicht tust, weil es nicht gesund ist? Ja, zum Beispiel jetzt McDonald's oder Kebab essen. Aber ehrlich, beim Schutten bist du schneller als beim Zwiebelschneiden, hä? Ja, ganz klar. Da bin ich. Da bin ich Amateur. Inno unterwegs mit dem Franco, einem Mitarbeiter vom Inno Sim Berater-Team. Ein neues Handy aber muss hin. Der Verkäufer, ein Fan von Lorient und somit auch vom Inno. Excellent joueur, donc surtout le sur le en première mi-temps, vous étiez juste en face de moi en fait et vous avez il y a un défenseur, il a rien vu. Jetzt braucht er nur noch einen neuen grossen Fernseher für seine möblierte Zweizimmerwohnung. 3D muss er haben, Home Cinema mit allem Schnickschnack. Kostenpunkt 4'000 Euro. Mit seinem Lohn kann man das einfach schnell posten. Ja, ist klar. Das ist ein super Gefühl, ja? Ohne zu überlegen. Sonst lebe ich eher schon sparsam. Aber weil er den Fernseher so viel brauche, darf ich den schon etwas mehr kosten. Hast du manchmal das Gefühl, ich träume? Ja. Ich träume. Manchmal denkst du, sollst du das noch nicht realisieren. Aber wenn du auch ruhig bist und allein bist, sollst du das alles nachdenken. Dass es wirklich wahr geworden ist. Zu Hause bei einer seiner Lieblingsbeschäftigungen. FIFA 12 spielen. Halt noch auf dem alten Fernseher. Der muss doch machen, überlauft alle. Wer ist das gesehen? Der Megara natürlich. Die beiden spielen den Match von der ersten französischen Liga. Bei Lorient im Sturm bereits dabei, der Inno. Wenn du jetzt frei wählen könntest, in welche Mannschaft würdest du tun? Mich? Ja. Arsenal. Ist das dein Traum? Ja, Arsenal ist eine super Mannschaft, wo ich sein kann. Das Kleine immer bewundert haben. Aber wer zu Arsenal will, der muss Sottig versenken. Hast du mit dem Johann Tschuhu schon mal darüber geredet? Ich habe ihm schon mal gesagt, ja. Ich habe ihm mit ihm mal geredet, wie es ist, in Arsenal zu sein und zu spielen. Und er hat mir auch ein paar Sachen, auch Informationen gegeben. Was hat er dir so erzählt? Ja, der Trainer ist super und Umfeld London. Ja. Go! Oh no! Nein! Emegara! Was für ein Schuss! Das heisst nicht für mich, ich will nur unbedingt bei Arsenal spielen. Aber Arsenal ist einfach meine Lieblingsmannschaft. Ja. Es ist so. Und wenn jetzt Lorient die letzte Station wäre,
wenn es nicht weitergeht. Ja. Was ist denn? Nein, ich bin mir ganz sicher, dass Lorient nicht die letzte Station ist. Das weiß ich auch selber. Ich bin ganz positiv. Nach der Ebbe kommt Flut. Und fast so sicher wird die Geschichte von Ino weitergehen. Bis zum nächsten Schritt also. Bonne Chance, Ino.